Hi Leute, heute wollte ich über einen Punkt sprechen, der immer wieder gefragt wird und der auch immer wieder, ja, der mir immer wieder aufgefallen ist. Weil häufig habe ich irgendwie den Eindruck, wenn ich mir diese ganze Ernährungsberater-Szene oder Gesundheitsbereich anschaue, dass es sich irgendwie nur um Supplements, um Nahrungsergänzungsmittel und all diese Geschichten dreht. Und die eigentliche Frage ist aber doch wirklich, ist das für dich eine Lösung? Also das ist mir jetzt in Gesprächen auch immer so häufig aufgefallen. Und habe dann auch immer gefragt, ist das für dich eine Lösung wirklich? Möchtest du nicht unabhängig und frei von solchen Geschichten sein und eine Top-Gesundheit generieren? Und mit Gesundheit meine ich wirklich einen Zustand. Also manchen ist das Ausmaß davon auch nicht bewusst, weil bei uns werden viel Fassaden angestrichen. Aber wenn du dir mal in unserer Bevölkerung anschauen würdest, wenn die meisten Leute nicht mehr mit ihren Hilfsmitteln, mit ihren Krücken, mit ihren Prothesen, mit ihren Füllungen rumlaufen würden, dann würden viele zahnlos rumlaufen, sie würden völlig humpeln, völlig bucklig, viele könnten gar nicht mehr laufen. Und darum geht es eigentlich. Genauso wie blind dann durch. Wie blind würden manche durch die Gegend laufen. So. Manche würden nichts hören. Wenn man all diese Sachen mal wegnehmen würde, die Welt wäre dann zumindest sehr schnell mal viel, viel offener, viel ehrlicher, viel authentischer. Und dann wird man vielleicht mal sehen, hey, viele Körper, die anscheinmäßig so top gesund sind, selbst wenn die richtig gute Vitaminwerte haben und dann ja, sterben plötzlich welche mit 50 nach Joggen, fallen sie plötzlich tot um. Dann sieht man, hey, da war vermutlich nur wie bei so einem Western-Saloon eine Fassade, einfach nur diese Front. Kennt ihr mit Sicherheit dieses Saloons, wo hier die Fassade schön aus Holz und hinten dran irgendein Müll, sieht man nicht, egal. Eine riesen Fassade, schön so. Und das war's. Und der Schein trügt halt da oft. Und wenn man sich mal ehrlich damit befasst, das ist auch das, was ich eben machen möchte, dann sieht man mal, hey, es kann in einen ganz anderen Zustand gehen und 99% mit den Leuten, mit denen ich rede, ist dieses Ausmaß gar nicht bewusst, wo es hingehen kann, wie man sich fühlen kann. Also viele sind da so schleichend reingeraten, wie dieser Klassenzimmereffekt. Kennst du sicherlich aus deiner Schulzeit, wo du in der Schule gehockt hast und die Luft wird immer schlechter und dann plötzlich kommt in der sechsten Stunde der Lehrer rein und dann sagt er, ey, mach mal die Fenster auf, was ist denn hier für eine Luft? Und dann werden die Fenster aufgemacht. Und du atmest erstmal durch und dann merkst du, hey, in was für eine Situation hast du dich schleichend reingebracht. Aber dadurch, dass es so schleichend immer weniger Sauerstoff wurde, dadurch, dass so schleichend in deinem Leben vielleicht ein bisschen mehr die Freude immer weggeht, die Flexibilität, immer mehr dieser Ernst kommt. Du kannst auch mit Freude und Spaß deiner Arbeit nachgehen. Mit Leichtigkeit. Da soll es eigentlich wieder hingehen. Dass du wieder ein Leuchten in den Augen bekommst. Egal, was du machst. Weil vielleicht kennst du es auch, wenn du mal richtig glücklich bist. Erinnere dich an einen Tag zurück. Was weiß ich, hattest irgendeine tolle Prüfung bestanden. Irgendwas. Dein Traumpartner hat geschrieben. Und dann so fragt dich jemand auf der Straße. Oh, können Sie mal kurz mit anpacken, den Stuhl hier hochheben? Hey, ja klar, kann ich machen. Oder können Sie mal kurz hier das machen?
Wenn du gut drauf bist, dann bist du flexibel. So, aber wenn du schlecht drauf bist, jede Kleinigkeit bringt dich aus der Bahn und bringt dich zum Platzen. Und das ist kein normaler Zustand. Und gesundheitlich eben genauso. Und dieses Thema, was Supplemente, um jetzt endlich wieder auf das Thema zurückzukommen, das Thema Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel, willst du nicht unabhängig, frei hier leben? Willst du dich ständig um irgendwelche Sachen kümmern? Wie einem, ja, im Grunde ist es ähnlich wie einem Süchtiger, der immer Kippen dabei hat, hast du halt immer deine Vitamintabletten und was weiß ich dabei. Aber ist das denn eine Dauerlösung? So, Krücken sind sinnvoll, wenn dein Bein gebrochen ist, weil es nicht richtig funktioniert. Und solange kann es besser heilen. Aber langfristig sollte doch das Ziel sein, immer aus sich selbst heraus wieder Gesundheit zu erzeugen. Und der Körper ist dazu in der Lage. Man sieht es auch noch bei Tieren, die sind auch dazu in der Lage, auch wenn die Kontakt zu unserer Gesellschaft haben, brauchen die sich keine Sorgen um solche Geschichten machen. Die wissen genau, was, wie viel sie essen sollen. Wenn man sie nicht mit künstlichen Sachen, mit denaturierten Sachen, Industriezucker und diesen ganzen Geschichten, konzentrierte Öle füttert und vermischten Sachen, dann wissen die sehr genau, was sie essen sollen und wie viel. Und das ist das, wohin es wieder gehen kann, dass du wieder weißt, du entwickelst wieder das Körpergefühl und dadurch geht auch deine Unsicherheit in der Ernährung. Weil mal ehrlich, wer hat jetzt eine Klarheit in der Ernährung? Der eine erzählt dir was von Paleo, die Leute rennen immer 10 Wochen dem einen Hype nach, dann nochmal dem anderen, probieren da was rum. Und das ist genau das, wo ich möchte, dass du hinkommen kannst. Dass du da keine Unsicherheit mehr hast. Dass du eine Klarheit hast, weil du das Körpergefühl entwickelt hast. Weil du weißt, weil dein Körper dir haargenau, der sagt dir zu 100%, was, wie viel du essen sollst. Und dann brauchst du niemanden mehr, der dir irgendwas von Ernährung erzählt. Weil eigentlich das beste Messinstrument ist dein Körper. Das ist das, was dir eigentlich sagt, wie was funktioniert. Und Ernährung ist eigentlich ein simples Thema. Aber wir haben es so verkompliziert. Und du siehst ja sicherlich in dieser Informationsflut heutzutage, werden alle möglichen Leute eindrucksvoll angeschaut, die irgendwas Hochkompliziertes erzählen, irgendwelche tollen Fremdwörter benutzen. Wo liegt da die Intelligenz, wenn du einfache Dinge, wenn du einfache, simple Dinge kompliziert machst, so dass keiner mehr, kein Mensch mehr versteht? So, ich möchte genau das Gegenteil machen, dass du wieder dahin kommst, so die banalen Dinge erkennen kannst, die einfachen Dinge, die einfachen Prozesse erkennen kannst, die Einfachheit in komplexen Prozessen, in ganzheitlichen Prozessen erkennen kannst. Das ist mir ein Anliegen. Also vielleicht kennst du das Problem. Und vielleicht möchtest du eben auch dahin, dass du dieses Körpergefühl wieder entwickeln kannst. Weil das ist einfach eine Fähigkeit. Das ist nicht was, wo ich dir jetzt irgendwie sag in dem Video, ja klar, da kann ich dir ein paar Tipps an die Hand geben, aber diese Tipps bringen dich überhaupt nicht weiter. Wenn du es nicht umsetzt und übst und da immer wieder nachjustierst, deswegen holst du dir auch einen Tennislehrer. Wenn du Klavier spielen lernen willst, wenn du Tennis spielen lernen willst, egal was, du holst dir jemanden, der das kann. Du gehst ja nicht zu jemandem, der 100 Bücher darüber gelesen hat, aber es nicht gemacht hat. Und das ist genau der Unterschied.
Wenn du wissen willst, wie das Ganze funktioniert mit der Ernährung, mit deiner Gesundheit, dann gehst du zu jemandem, der selber den Weg gegangen ist. Und da kann ich dir definitiv weiterhelfen, wenn du möchtest. Es geht wirklich darum, diese Fähigkeit nämlich wieder aufzubauen und wieder das Körpergefühl zu entwickeln. Und es ist aber eben ein schrittweiser Prozess. Wie gesagt, so ein paar Tipps. Du kannst zum Beispiel Mono essen und dann schauen, was sich gut anfühlt. Aber es braucht einfach seine Zeit, bis du diese Erfahrungen machst. Und dann musst du es immer wieder machen. Und da muss man immer wieder nachjustieren. Viele üben immer wieder den gleichen Fehler ein. Und das habe ich auch oft am Anfang gemacht. Ich hatte unglaublich viele Fehler und die möchte ich dir natürlich auch ersparen. Ich habe echt am Anfang, gerade wo ich dann irgendwie in die Rohkost reingesprungen bin und da immer so viel Frisches gegessen habe, habe ich echt viele Fehler gemacht, habe viel zu viel Früchte gegessen, habe meinen Körper aus dem Gleichgewicht gebracht, habe mir ja damit auch geschadet übergangsweise. Hätte es viel leichter haben können. Und das sind eben all so Punkte, die ich dir da wirklich ersparen möchte hier mit den Videos. Genau. Und wenn du aber diese Fähigkeit auch wirklich aufbauen möchtest, können wir da auch eben gern zusammenarbeiten. Du kannst dich unter dem Video, ich verlinke es immer mal unten drunter, beziehungsweise wenn es auf Facebook ist, findest du auf meiner Webseite, kannst du dich auf jeden Fall für ein kostenloses Strategiegespräch bewerben. Und da können wir dann schauen, ob ich dir wirklich dabei helfen kann, wo du eben gerade stehst, wo du hin möchtest. Schauen wir eben genau und ob ich dir dann wirklich dabei helfen kann, dass du auch diese Fähigkeiten, von denen ich dir gerade erzählt habe, aufbauen kannst, Schritt für Schritt. Aber das war es eigentlich für heute, für das Video. Und mir geht es nur darum, dass du dich wirklich mal fragst, möchtest du abhängig sein von all diesen Krücken, Hilfsmitteln oder möchtest du wieder eine eigene Gesundheit selbstverantwortlich aufbauen? Auch solche Dinge. Die meisten Leute können nicht mal mehr ohne Stuhl sitzen. So, aber wenn du nicht ohne Krücke laufen kannst, dann hast du dich in einer gewissen Art und Weise ja unfähiger gemacht, als es eigentlich sein sollte. Und wenn du nicht ohne Stuhl sitzen kannst, ist es im Grunde das Gleiche. Unser Körper ist dafür gemacht, dass du ohne Stuhl bequem sitzen kannst. Bei den meisten ist so viel Steifigkeit im Körper, dass sie sich nicht bequem, angenehm irgendwo auf den Boden setzen können. Und auch dann hat man sich in irgendeiner Art und Weise schon verkrüppelt, um es jetzt mal nicht böswillig eben zu sagen, aber um das nun verständlich zu machen. So läuft der Prozess eigentlich. Und das ist mir einfach ein Anliegen. Vielleicht mögen viele sowas nicht gerne hören. Aber Wahrheit ist nicht immer angenehm. Aber soll ich dir hier was vom Weihnachtsmann erzählen? Das ist halt die Frage. Möchtest du wissen, wie es funktioniert? Dann bist du hier herzlich willkommen in den Videos. Und dann solltest du hier unbedingt mehr anschauen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, wenn da Punkte dabei waren, die dir auch jetzt mal Anreiz gegeben haben, da vielleicht bei dir selber zu schauen und diesen Weg zu gehen und mehr Gesundheit zu entwickeln, dann schau gerne auf meine Webseite. Da findest du alles an Infos. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.